Streit zusammen, gerade nach dem Abpfiff im Cup-Finale der Frauen. Es ist eine klarere Affische geworden, als wir erwartet haben. IB unterliegt dem FC Zürich Frauen mit 0-5. Zürich spielt gut, IB sicher in der ersten Hälfte mit zwei Fällen, die ihnen die zwei Goal kosten, und dann wird es schwierig. IB hat aber allgemein ihre Tugenden versucht, die Verbindung zwischen den drei Spielachsen, Abwehr, Mittelfeld, Sturm, was sonst so gut klappt. IB hat es irgendwie nicht gefunden heute. Auch die Taktik in der ersten Halbzeit nur bis zur eigenen Hälfte zu pressen und dann versuchen im Rücken von Zürich aufzutauchen, hat nicht geklappt. Am Ende des Tages muss man sagen, es war ein bisschen erwartet. Zürich ist natürlich mit einem grösseren Lauf unterwegs als IB. IB kommt von ein paar Niederlagen. Aber der Match gegen Lugano, eigentlich letzte Woche, hat uns gezeigt, dass IB die Qualität hat, einen grossen so zu ärgern und eigentlich lang mitzuhalten. Und natürlich, wenn der Ball irgendwo ein Ball zuerst hier wäre, dann wäre alles vielleicht anders geworden. Ist es nicht. IB hat verloren. Am Schlussresultat doch ein bisschen zu hart für das, was die Frauen von der Marisa Wunderlin gezeigt haben. Aber so ist Zürich. Wenn sie effizient sind, dann sind sie effizient und dann machen sie halt zack mehr als nur zu. Ich freue mich jetzt schon auf die Interviews, die ich machen für euch. Alles seht ihr morgen bei uns auf YouTube. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Unten subscriben, liken und natürlich share, so viel es geht, auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter, auf YouTube und Spotify. Soundcloud, jetzt sind wir auch drauf. Ihr findet uns und gebt uns weiter. Tschüss zusammen. Frau Stutz, Sie sind die Königin vom Cup in Zürich. Das ist Ihr Wettbewerb. Sie muss es wahrscheinlich dreifach so freuen, wenn Sie so können gewinnen können. Ja, wenn wir gewinnen können, sind wir eine riesige Freude. Es ist schön gewesen, dass ich den ganzen Cup spielen konnte, dass der Trainer mir vertraut hat, das ganze Team ist hinter mir gestanden. Und das Team hat mir immer mega Rückhalt gegeben und auch heute haben wir, es war eine riesige Teamleistung, wir waren von Anfang an parat und wir haben das zusammen von der ersten Minute bis zur 90. Minute durchgezogen und sind immer solid gewesen und das haben wir alle uns zusammen heute erarbeitet und ich bin mega stolz auf mein Team. Der Cup macht schon ein bisschen Spass und ist schon ein bisschen crazy. Ich meine, die erste Runde gegen Oerlikon, so ein nervenaufreibendes Spiel und jetzt der Final 5-0 gewinnen, spricht hoch für Ihr Team, oder? Auf jeden Fall, ja, das gegen Oerlikon habe ich ehrlich gesagt schon ein bisschen vergessen. Aber ja, Gap ist halt immer Gap, wie man so sagt. Und jedes Spiel ist eigentlich, fangen alle bei Null an und jeder hat eine Chance zum Gewinnen. Und nach Oerlikon haben wir uns gefangen und haben uns von Spiel zu Spiel gesteigert. Und ich würde sagen, heute war ja die Krönung von dem ganzen Gap-Lauf. Jetzt hoch in Noten, was heisst das für die nächsten 2-3 Wochen, bis ihr dann auch in der Meisterschaft endgültig den Pokal habt? Ja, wir werden sicher heute ein bisschen feiern und nachher geht es wieder zurück, arbeiten, trainieren, wieder weiter jedes Spiel wieder von neuem nehmen und wir haben dann noch nicht in der Tasche, wir müssen wieder jedes Spiel gewinnen, wird uns nie geschenkt und wir werden wieder noch Vollgas geben, dass wir auch möglichst schnell den Meistertitel auch noch im Sack haben. Aber Sie haben sich wahrscheinlich einen Parkplatz für den nächsten Cup-Finale nächstes Jahr auch schon reserviert, oder? Ja, es sieht eher so aus, als meine Karriere beendet wird im Sommer. Darum, aber darum freut es mich umso mehr, wenn wir noch gewinnen können. Ja, da bin ich auch froh, haben wir Sie noch schnell vor der Kamera gehabt, bevor Sie aufhören. Merci vielmals. Danke. Frau Ismaili, ein bisschen Pech in diesem Spiel gehabt. Das 5-0 klar ein bisschen zu hart für das, was Sie gezeigt haben. Warum hat es aber gleich nicht geklappt, zum zurück ins Spiel zu kommen? Ja, ich muss sagen, Zürich ist von Anfang an gekommen. Mit den frühen zwei Goals, die sie gemacht haben, haben wir ein bisschen den Anschluss verpasst. Sind mit dem 2-0 in die Halbzeit und haben es nachher in der zweiten Halbzeit nicht geschafft, das Gegengoal zu schiessen, was nachher das Ganze ein bisschen schwieriger hat gemacht. Und ja, wir sind spielerisch recht unterlegen gewesen. Zürich hat es klasse gemacht und ein verdienter Cup-Sieger, ja. Letzte Woche gegen Lugano hat es so gut ausgesehen. Natürlich auch dort die Niederlage. Weniger erfreulich, aber man hat gemeint, okay, das war Generalprobe, jetzt könnt ihr so hoch attackieren, könnt ihr Zürich bremsen. Sie haben gesagt, spielerisch ist es nicht ganz aufgegangen. Warum? Haben Sie dort eine Erklärung? Ja, ich kann mir es nicht erklären. Also wir hatten unseren Matchplan, den wir ausspielen wollten. Wir hatten klare Ziele mit dem Raum zu machen. Alles. Und eben genau das gleiche wie gegen Lugano, wir wollten auch gegen Zürich machen. Zürich hat es klasse rausgespielt.
Und ja, vielleicht sind ein paar einfach ein bisschen aufgeregt gewesen. Man kann sich das Ganze, ja, man kann sich so erklären, dass es einfach, ja, die Nervosität gross war. Der erste Cup-Final für viele mit so vielen Zuschauern, ja. Wir müssen uns ja wirklich nicht an dem 0-5-Niederlage aufhängen. Ich meine, dass sie die Silbermedaille um den Hals tragen mit so einem jungen Team, das ist eben eine grosse Leistung. Der ganze Cup allgemein. Wie haben Sie diesen Weg erlebt, jetzt so als fast schon Mutter von diesen Spielerinnen? Ja, wir sind, wie gesagt, wir sind stolz, im Cup-Final zu sein. Wir hatten einen schwierigen Weg gehabt. Wir haben trotzdem irgendwie noch am Schluss die Kurve bekommen. Und das zeigt den Charakter dieser Mannschaft, den wir bis ins Cup-Final geschafft haben. Und ich muss einfach sagen, das ist eine Arbeit von dieser ganzen Mannschaft. Und mit so einem jungen Team im Cup-Final dürfen zu stehen, das macht auch mich stolz. Und ich glaube, wir haben auch den Verein gut vertreten. Der 5-0 tut recht weh, aber wir haben uns das Beste gegeben. Ich muss die Frage stellen, ist das der letzte Cup-Final, wo wir seit Weile lang in der Schweiz gesehen haben? Das kann ich jetzt noch nicht beantworten. Merci vielmals. Frau Humm, Ihre Fingerabdrücke sind in diesem Pokal wahrscheinlich schon eingebrannt, oder? Das ist nicht das erste Mal, wo Sie da löpfen. Nein, das nicht, aber es ist jedes Mal wieder etwas Spezielles. Vor allem diese Saison. Ja, nach dem letzten Samstag war es eine schwierige Woche für uns. Die erste Niederlage, die wir bekommen haben. Wir haben viel vorgenommen für heute. Wir haben gut trainiert, wir haben das umgesetzt und wir haben unbedingt den Sieg heute wollen. Und ich glaube, wir haben es von der ersten Sekunde an gesehen, dass wir da die Überzeugung da haben. Und ja, am Schluss sind wir verdient der Cup-Sieger. Spielerisch sagen Sie, hat alles gestummen, ist also. Sie haben 2 Goal mögen schiessen. Allgemein hat man nie das Gefühl gehabt, dass IB viel Ballbesitz haben kann. Ihr habt sehr hoch attackiert. Was war heute anders als gegen Basel? Wir haben die Chancen gemacht, eindeutig. Ich hatte letzten Samstag wirklich etwa 200-300-prozentige. Sie haben nicht rein und heute, ja, war das Glück auf meiner Seite. Ich habe die Goal geschossen und ja, es ist immer einfacher, in ein Spiel hineinzugehen oder ein Spiel über 90 Minuten zu dominieren, wenn man früh ein Goal schiesst. Die Unsicherheit oder die Nervosität war ein bisschen weg. Und ja, es hat unsere Karte gespielt und am Schluss, ja, sind wir überzeugt, der Cup-Sieger. Sind Sie ein bisschen traurig, dass der Hattrick nicht noch gekommen ist? Ich meine, Sie haben sehr viele Goal auf weitergegeben, aber Sie hätten auch 2-3 Mal vielleicht den Dritt können machen, oder? Nein, das ist nicht das Wichtigste. Ich glaube, heute war es wirklich wichtig. Und ich glaube, man hat es auch gesehen, es ist eine verdiente Teamleistung. 4 verschiedene Torschützinnen. Ja, man hat es nicht überall. Und man hat gesehen, was in unserer Mannschaft steckt, wie viel Potenzial, wie viel Qualität. Und die haben wir in dem Finale anprüfen können. Ich glaube, es war eine gute Werbung für den Frauenfußball. Und jetzt in 2 Wochen auch noch den Meistertitel, oder? Ja, eben durch die Niederlage haben wir es ein bisschen verspielt, dass wir zu Hause Meister werden können. Jetzt kommt, wenn es so kommt, am 1. Mai gegen Luzern, in Luzern. Ja, das Ziel ist eigentlich von uns klar gewesen, dass wir unbedingt oder so schnell wie möglich wenn Schweizer Meister werden. Haben wir nicht geschafft. Und ja, jetzt haben wir mit dem Spiel gegen Luzern dann die nächste Chance und die wollen wir auch packen. Merci mal. Frau Wunderlin, zum Unglück ist noch Pech dazugekommen, 2 verletzte Spielerinnen, ein Herz 0-2 zur Pause und dann bricht das Spiel ein bisschen zusammen. Wie haben Sie das erlebt? Ähnlich. In dem Moment überwiegt die Enttäuschung und wir haben kein gutes Spiel gezeigt. Am Schluss ist es mehr wie verdient, dass sie gewinnen. Ich habe mit den Kollegen von Radio Gelb-Schwarz noch gewährweiselt nach der ersten Halbzeit, warum euch das Pressing mehr oder weniger erst bei eurer eigenen Hälfte angefangen hat. Ich bin davon ausgegangen, dass es mehr war, um Zürich rauszulocken, um sich dann im Rücken zu verwischen. Warum hat das nicht so gut geklappt? Die Höhe des Verteidigens haben es gut angesetzt, so wie wir das wollen. Mit der Grundüberlegung, dass wenn wir zu hoch sind, dass man halt auch anfällig wird dann für lange Bälle hinher. Und das finde ich, haben sie gut gelöst. Und ich finde, dass Zürich gerade über das Zentrum muss, wenn wir gerade von der ersten Halbzeit reden, gar nicht gefährlich sind. Wenn, dann über aussen. Das haben wir nicht genug clever dort verteidigt. Aber solange sie über aussen gehen, ist es für mich gut gelöst defensiv. Ja, defensiv ist keine Frage, außer eben die 2 blöden Fehler, die zu dem Goal führen. Offensiv hat man ihr Team heute nicht so engagiert gesehen, wie zum Beispiel noch gegen Lugano erst letzte Woche, wo ihr einen super Match macht, verlieren zwar noch, aber
habt dort eben eure Tugend, die ich immer wieder anspreche. Das habe ich bei IB ja jedem Match gesehen, diese Saison. Ihr wisst, wie man den Ball durch die Reihe laufen lässt, wie man zum Angreifen kommt. Warum hat das heute nicht geklappt? Ganz, ganz viel ist sicher mental. Wir haben in unserer Reihe nur in Anführungszeichen eine Spielerin, Danina Spar, die schon im Cupfinale gespielt hat. Und die anderen haben das noch nie so erlebt und noch gar nicht um einen Titel gespielt. Und das sind natürlich Welten zu der Erfahrung, die gegenübersteht bei Zürich. Und das hat sicher dazu beigetragen, dass die Abbrühtheit gefehlt hat. Und dann der Moment, wo man hätte können, wenn du einmal in der eigenen Reihe hast und dann kommt der Moment, wo du vorwärts spielen kannst, dann waren wir sehr blockiert gewesen, sehr. Jetzt können wir das Spiel mal abhaken. Was Sie mit dem jungen Team, Sie sprechen es auch nur eine, hat bis jetzt im Cupfinale gespielt. Die meisten, 20 und jünger, dass Sie mit dem Team im Cupfinale stehen, ist eine grosse Leistung. Die ganze Cup-Runden insgesamt sind es Verdienst. Wie haben Sie das Team beobachtet über die ganze Saison? Gut, als Trainer kannst du es nicht nur auf den Cup beziehen. Du musst dich mit in den Überlegungen einfach von Match zu Match. Gerade wir, die sicher auch, weil wir in der Tabelle auf dem 7. Platz sind, auch dort Match für Match dürfen anschauen. Ich hoffe oder ich bin mir ganz sicher, dass ich dann im Rückblick, wenn wir uns in einem halben Jahr wieder austauschen, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich die ganze jetzige Situation mit Cupfinale oder auch sonst werde als sehr lehrreich und wertvoll einschätzen. Im Moment gebe ich zu, ist es hart oder auch ein bisschen streng. Andererseits sind es ja die Momente, wo du am meisten lernst und mitnimmst. Ich könnte Sie, Sie werden mir sagen, Sie denken an den nächsten Match erst morgen wieder. Heute brauchen Sie Zeit für das. Aber doch, der nächste Match steht da. In der Saison geht es noch zu untermauern, dass man besser ist als Yverdon. Wie werden Sie das schaffen? Indem wir einfach besser spielen. Indem wir Punkte holen. Für nichts an dem vorbei. Merci vielmals. Herr Ladner, 9 Monate lang haben Sie mich böse angeschaut und gesagt, wir haben noch nichts gewonnen, wir können noch nichts feiern. Jetzt haben Sie etwas gewonnen, sind Sie heute ein bisschen besser gelaunt? Ja, ich bin eigentlich immer gut gelaunt, aber Fakt war, dass wir noch nichts gewonnen haben. Und heute haben wir etwas Einmaliges können realisieren, etwas Fantastisches und ist klar, dann ist man noch ein bisschen besser gelaunt. Jetzt, letzte Woche, versäumen dir viele Chancen, verlieren zuerst mal jetzt einen entscheidenden Match, es geht um viel. Und ihr Team antwortet von Anfang an recht gut, lässt den Ball laufen, bleibt ruhig, schießt durch Standards ein Goal, nachher clever den Fehler des Gegners provoziert. Sie können wahrscheinlich zufrieden sein mit der Anbietung, oder? Ja, absolut, absolut. Also muss dann irgendwann einmal da nicht das Haar in der Suppe suchen. Sicher war es so, dass Golan im rechten Moment gefallen sind. Wie die dann fallen, ist eigentlich für mich nicht so relevant. Für mich war es wichtig, wie wir das Spiel angegangen haben. Wir sind von Anfang an sehr, sehr dominant gewesen. Wir haben einen grossen Aufwand betrieben, um den Gegner bearbeiten, hoch zu steuern. Und das hat sich dann zum Glück auch in Form von Goal ausgezahlt. Fühlt sich der erste Titel bei der Frau anders als bei den Herren? Nein, Titel ist Titel. Als Trainer, wenn du so nahe da bist, bist du immer final. Oder eben, du kannst eine Meisterschaft gewinnen, du hast einen Titel. Nein, mich freut es extrem, vor allem für die Frauen, weil es halt einfach eine andere Geschichte ist, weil wir da nicht im Profibereich sind. Du träumst von so einem Spiel, du investierst Woche für so ein Spiel. Und wenn du das natürlich dann noch erfolgreich abschliessen kannst, ist das wunderbar. Nächste Woche gibt es Derby. Eine Rechnung offen mit GC Händler. Das letzte Mal haben wir dort einen Punkt liegen. Und wenn vieles gut läuft, könntet ihr schon Meister werden in den nächsten 2 Wochen. Was ist die Prognose jetzt nach dem Cupfinal? Ja, die erste Prognose ist jetzt einmal feiern. Jetzt lasse ich sie mal da. Jetzt lasse ich sie mal sausen, da meine Mädels. Sie sollen das geniessen. Und wir haben zum Glück dann noch den Ostermäntig und dann am Dienstag immer zusammensitzen. Und dann ist klar, dann kommt der nächste Match, so wie wir das immer gemacht haben, wenn wir Match für Match angehen. Wir müssen dann ein bisschen schauen, wie wir zu Weg sind. Aber nachher ist klar, wir wollen den Titel auch holen, so schnell wie möglich. Und gehen dann am Dienstag in die Planung für den Match gegen GC. Wenn man so ein Double gewinnt, dann plant man wahrscheinlich auch schon das nächste Jahr auch umziehen, oder?
Ja, wir haben jetzt da noch nicht konkret. Wir sind sicher auch schon in der Planung für das nächste Jahr. Die Saison geht ja auch nicht mehr so lang. Aber in Anbetracht von der Wichtigkeit jetzt von diesen Spielen haben wir natürlich gewisse Sachen auch zurückgestellt. Und wir haben gesagt, nein, der Fokus muss jetzt wirklich ganz klar auf das Cup-Final sein. Jetzt wollen wir den Titel noch holen, aber klar hindurch laufen, dreht heisst, um einfach so gut wie möglich aufgestellt zu sein für das nächste Jahr. Merci vielmals.